Ja, ja, das wird gerade. Also auf jeden Fall fahren wir jetzt mal bitte so 3-4 Rennen am Stück. Wir sind jetzt eh voll. Mehr Leute gibt's jetzt nicht. Hinten sind noch ein paar Bugs. Das kann natürlich sein. Ziel, erster Platz. Ne, Platz 1, so rum. Platz 1, Punkt. Was auch immer das bedeutet. Siehst du noch Porsche, ey. Mein Lotus klingt aber genauso. Bei mir auch, das klingt ziemlich ähnlich, finde ich. Eigentlich ist es ja total ungesund für das Auto. Hier wird direkt wieder gerempelt. Ich hab's genau gesehen. Ich auch. Alles gut. Wir haben ja gesagt, wir spielen mit Rempeln, also... Ne? Kann das salzig werden? Ich auch nicht. Ich gebe mir Mühe. Ah, das ist wieder das lange Rennen, oder? Das haben wir doch vorhin schon ein schnelles Rennen gehabt. Nee, das ist diesmal nicht ganz so schnell. Wenn ich die Kurven sehe. Ich bin bei. Oh, ja, never mind. Sorry! Meine Musik ist gerade super unleise. Uiuiui. Bin nicht so gut im Driften. Das ist natürlich bei dem Rennen jetzt ungünstig, glaube ich. Oh Gott, verliere ich hier viel Schwung, wenn ich auf den blöden Sand komme. Ja. Ja. Kriegen wir gerade alle mit. Ja, weil du mich schön aufholt, ich merk's schon. Jeder schleppt dir gerade Berg zu. Boost, schön auf der Geraden, auf dem Kamm wird hier durchgeboostet. Aber ich glaube, es ist der Mini schon gefahren, das kommt mir nicht bekannt vor. Jawohl, schön den Speed mitnehmen von der langen Geraden. Und jetzt hier runterziehen. Ich bin hinten dran, Kekschen. Seh dich noch gut. Ist von euch da vorne ein unheißes Battle? Ein bisschen? Nee, ich meine jetzt gerade Pudel und Lärm, oder? Ja, aber du redest mit mir. Nee, ich rede mit dir. Ich dachte, du redest immer mit mir. Mann! Und direkt wieder reinboosten in die lange Gerade hier oben. Wir sind ziemlich gleich schnell jetzt, krass. Ich hatte die ganze Zeit so diesen 60 Meter Abstand, wobei, nee, ist es 100 geworden. Naja. Ich glaube, der Killer Keks ist ein Ticken schneller als ich auf der Strecke. Ich hänge hier hinten mit Bruder ab. Aber jetzt habe ich die Kurve hier oben richtig sauber genommen. Ja. 260 ist halt das, was ich maximal. Well, ja, 270 schaffe ich gerade so noch. Die erste Kurve ist scheiße. Das ist die harte. Und die erste von den Serpentinen meine ich. Die erste Serpentinenkurve ist richtig kacke. Da verliere ich, glaube ich, viel. Wenn ich nicht ordentlich nehme. Die anderen sind okay. Die ersten Serpentinenkurve, die kriege ich einfach nicht ordentlich. Ja, Keksen ist ein Ticken schneller als ich hier auf der Map, auf der Strecke insgesamt. Oh, war ein schönes Rennen. Konnte mich schön versuchen, hinten dran zu bleiben. Der Porsche, der hat halt einen übelsten Antritt aus den Kurven raus. Ja, aber das könnte ich ja mit einem anderen Wagen wahrscheinlich genauso machen. Oh, ja, mein Charakter hat Low-Ride-Aktionen drauf. Ja, wenn ich mal. Ja, im Vorsaal haben wir doch mal die komplette Außenrundkurve Goliath mit D gemacht und mit C. Erdferkel? Das hört sich so nach Ben an. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ich hab heute geduscht. Echt? Was macht die Alpha-Locker dann da oben?
Ja, guck doch mal im Spiegel. Wenn ich irgendwelche Locken habe, dann ist das, weil ich geduscht habe und mich wirklich nass vor den Stream gesetzt habe. Alpha ist der von den kleinen Sträuchen. Das ist der, der immer eine Strähne hochstehen hatte. Egal, ob er sie gegelt hat oder nicht. Aber Alpha sind auch Sprossen der Luzerne. Das wäre sich durch die drei Fragezeichen. Das ist bei mir halt tatsächlich einfach so, wenn ich dusche, dass meine Haare machen, was sie wollen. Hey! Wenn ich danach nicht ordentlich kämme und ich hab das mal nicht gekämmt, sondern einfach trocknen lassen an der Luft, dann machen die lustige Sachen. Jo. Also wie Alfalfa. Ich nenne mich ab heute Alfalfa. Das ist für mich keine Beleidigung, da ich keine Ahnung habe, wie der aussieht. Nein! Nee. Du kennst nicht die kleinen Sträucher? Nein. Bildungslücke. Kenn ich nicht. Das ist safe, Bildungslücke. Sorry, jetzt kommen sie hier mit den ganzen Serpentinstrecken, das ist ja hässlich. Das war grad haarscharf, seht ihr. Boah, wie er eben mich reingehalten hat. Schön durchgezogen, ja. Ich hab nicht gesehen, ich bin vorne. Ich bin vorne. Aktuell noch. Wir verpassen uns gerade immer ganz knapp, merkst du das? Ja, ja. Halt dich von meinem Arsch fern, oder wie war das? Street Art in der Nähe. Nice. Ich kann es schon riechen. Ich habe meinen Top Speed Vorteil nicht mehr gegenüber Keks. Ist ein bisschen doof. Da ziemlich weit hinten. Ja, doch, jetzt hole ich gerade auf. Liegt entweder an den Fahrern oder es liegt an den Autos? Dann würde ich eher sagen an den Autos. Denkst du? Ich hab doch, ja. Wie viel Leistung hast du denn deines jetzt? 222, ja, das Ding kommt einfach nicht aus dem Keks. Ja gut, dann liegt es daran, welches Auto du genommen hast. Das ist eine andere Geschichte. Bei mir sind die unteren Werte ziemlich hoch, aber die oberen sind halt so ein Arsch. Aber die unteren Werte ist doch Beschleunigung und sowas, da müsste dann dein Auto eigentlich gut beschleunigen dann. Beschleunigung ist der vierte Wert. Der oberste ist die Gesamtleistung des Fahrzeugs. Ja, der PS oder sowas. Bei 1,1 liegen. Wenn ich aber trotzdem irgendwie mit vorne mitspielen kann, muss ich ja in irgendwelchen Belangen schlechter sein. Oder du fährst schlecht. Oh, Auxilia voll die Mauer mitgenommen, ich hab das gesehen. Nein. Ich nicht. Der hat versucht die Kurve ungebremst zu nehmen. Das ist halt schon, ne? Risk, aber könnte halt richtig belohnen. Ja, du kannst viele Kurven ungebremst nehmen. Aber Bandensurfing geht hier nicht, das meine ich. Achso, ja, die Banden fliegen halt weg. Das finde ich halt ziemlich nice, dass sie das direkt gemacht haben. Kommt drauf an, welche. Also ja, auf der ein paar Leitplanken fliegen nicht weg, der aber... Der Bruder, seine Karre, der Mustang, der schleppt so ganz schön hoch zu. Ja, das ist halt, der ist halt schwer ja. As fuck. Gerade sagen, der Mustang, ja, aber der AMG, der ist auch nicht gerade leicht. Und eure Lotus da, die sind ja... Stimmt, der Lotus ist deutlich leichter und der Porsche wahrscheinlich auch. Der Porsche auch. Der hat er nicht drin. Der AMG, das ist ja einfach nur so eine Limousine. Also ich wette, die schlechteste Autowahl bei weitem habe ich. Ich weiß nicht, welche hast du genommen? Exil. Nö, der hat auch ein gutes Leichtgewicht eigentlich. Das ist kacke. Der Heckantrieb driftet nur. Der Lotus ist aber auch ein Heckantriebler. Der driftet aber nicht. Richtig. Weil du den richtig schön auf die Straße kleben kannst. Danke. Gib mal Gas jetzt. Na gut. Da muss ich driften, glaube ich. Den hätte ich vielleicht noch so nehmen können, ohne driften. Oder ist ein Punkt über meinem, also 215. Jo. Rap-Level oder so ein Spaß. Ne, ein Rennen oder zwei Rennen würde ich danach noch. Ich sag mal, danach würde ich noch zwei Rennen machen und dann können wir mal Türen gehen, würde ich sagen. Wir sollten ein bisschen Money haben zum Einbauen. Ich dürfte nachdem hier jetzt die 100.000 voll haben. Echt schon? Ja, ich habe immer 30.000 oder 40.000 bekommen. Für die Rennen davor. Meine Höchstgeschwindigkeit zum Beispiel sind hier bei 240 und danach ist Feierabend. Da ja, kann ich schon ja, deutlich mehr tatsächlich. Aber das liegt dann am Auto, glaube ich. Ja. Deswegen, das Score hat erstmal, ja, das ist alles gleich, fast getuned, aber. Aber wenn dein Auto schlechte Beschleunigung und schlechte Höchstgeschwindigkeit hat, sollte die Leistung irgendwie nicht so hoch bewertet werden. Tja. Ich finde aber das Autogleichgewicht ziemlich gut für das Spiel. Wir haben ungefähr ein Leistungslevel und die passen alle ungefähr zusammen. Ja. Gibt ein paar, die rausstechen, das sieht man wahrscheinlich auch da, wenn man halt gut fährt. Ne? Feli hängt zum Beispiel 300 Meter vor mir oder jetzt sind es 400 sogar schon. Ja, aber es ist nicht so, dass du, wie bei Forza, da gab es Autos, die halt viel stärker waren auf dem gleichen Leistungslevel. Ja.
Ich beschwere mich ja nicht, dass ich ganz hinten fahre. Das ist mir ja vollkommen schlimm, wo ich fahre. Ich kann nur ganz hinten fahren und hab meinen Spaß. Allein der Vergleich zwischen einem Serienfahrzeug aus der B-Stufe und einem aus D auf B hochgetunten Fahrzeug, das war wie Tag und Nacht. Das konntest du gar nicht vergleichen, sinnvoll. Ich könnte ja nie abstreiten, dass... Ich kann nur feststellen, dass du weit hinten bist. Ich kann nur feststellen, dass du weit hinten bist. Warum, kann ich nicht sagen. Naja, das siehst du ja schon am Start. Der Porsche zieht einfach weg und meine Karre, die braucht erstmal 3 Jahre. Ja, ne, du wiegst aber auch das Doppelte von dem. Naja. Ist doch okay, wir haben gleich Geld, dann kannst du entweder ein anderes Auto kaufen oder deins halt hochziehen. Ich kann das Auto, selbst ein anderes Auto. Ich kann ein eigenes machen. Ihr habt ja auf den höheren Punkten da jetzt auch mehr Geld. Fuck, City Maniac und ich, ey, wir reißen uns hier aber richtig ein, ne? Tippets wurde gewonnen. Wir haben hier gerade richtig böse Bambule. 46.000 ist ordentlich. Oh, nee. Das war schon cool heute früh, Ben, ne? Du bist halt wirklich genau vor meinem Haus gewesen, wo ich aufgewacht bin. Ja. War ein bisschen unheimlich tatsächlich. Naja, ich dachte mir dann so, naja gut, wenn du jetzt schon in der Nähe wohnst und dann hier vorbeifährst, das ist ein bisschen assi als bester Kumpel. Und vor allen Dingen, wir wohnen ja halt wirklich nicht weit voneinander. Es war nett, dass du da warst. Das hatte ich mal zum Frühstück zum Reden, war auch cool. Oh, das ist aber... Ich kenne die Strecke übrigens nicht. Erstmal abbremsen, euch vorfahren lassen. Und dann, ne? Ja, und dann wundert sich, dass du hinten bist, wenn du uns vorfahren lässt. Ja, passiert halt. Dann nehmen wir nicht wieder so rum. Zähle, ich bin hinten. Oh Gott, aber ich habe schlecht genommen, die Kurve. Ich habe sie richtig gut erwischt. Ja, ich glaube, da war außen sein deutlich besser bei der Kurve. Ja, weil ich da die über Dreck jodeln musste. Ja, ich hab nicht gesehen, dass es so ein ekelhafter Dreck ist. Oh Gott. Dreck jodeln. Ja, jodeln und Dreck gehört auch zusammen. Aber? Du bleibst bei Keksen gut hinten dran, tatsächlich gerade. Sieht echt gut aus, die Strecke. Ja, vor allem, aber... über Dreck abkürzt. Ich hab's auch gemacht. Ich meine, wenn der eh bremsen muss, kannst du auch den Dreck nehmen, der bremst sich dann auch runter. Ja. Oh Gott! Oh Gott! Oh fuck! Die Kurve ist übel hart. Ich bin am Checkpoint erstmal schnell vorbei. Berg runter. Oh Gott! Ich finde das übel schwer zu fahren gerade hier. Ich habe diese langgezogenen Kurven, die waren echt eklig grade. Ja, ne? Also so Berg runter, langgezogen, irgendwie komisch in sich verschraubt. Die waren gar nicht so easy. Muss meinen Wagen, glaube ich, nicht irgendwie wenigstens das Offshore-Reifen oder so reinpacken. Das ist krass, Xeni zieht mich komplett ab. Der Strecke. Nein! Doch! Oh! Oh, nein, doch! Oh. Der Witz. Ja. Ja, das. Herzlich willkommen, Felix, bei wir streamen und machen Witze und dumme Sprüche. Wie habe ich die Kurve besser gewischt? War ein bisschen so langsam. Ja, ich habe die Kurve voll versaut und absolut die Barriere durchbrochen. Und die Schallbarriere. Oh Gott, jetzt habe ich. Hilfe! Und ich bin deiner Linie gefolgt. Warum bist du Bist du verrückt? Ja. Die war nicht gut. Oh Gott, die war auch nicht gut, die Linie. Ah, Keks ist gerade das Maß der Dinge. Merk's. Noch. 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 Da kommt ein die Kampfansage. Ein sehr überzeugtes Noch. 32.000. Wir können jetzt das Rundrennen noch machen, ja, das Abschluss und dann geht's Tuning. Jetzt am Tag, also sind die ja nicht illegal, die Rennen. Da darf man nicht rammen. Stimmt, vor allem auf der Strecke, Ben, oh. Und wenn ihr mal wirklich, also die Sinestra-Spiel, das es zu Kurven gibt, spielt und ihr rammt jemanden, dann kriegt ihr, weil die es mit Twitter-Dings machen, kriegt ihr richtig böse Nachrichten von den Spielern. Wegschieben und so. Das Problem ist beim echten Nesca, dass du halt irgendwie gefühlt
250 km/h fährst und wenn dich einer rammt, fliegst du halt sonst wohin. Stimmt, warum sind das mehr Leute? Ja, eventuell schaffen das Rennen dann nicht, dann können wir halt nur unter uns fahren. Warum sind das nur, das sind hier 12 und nicht 8? Raustragen und in der hinteren Runde schön weit eingehen. Ich glaube, ich habe das Problem mit dem mit zu viel Speed noch nicht. Der Keks schlägt sich da durch hier zwischen den KI-Leuten. Krass, dass es jetzt 12 sind. Ich bin ja 266 jetzt. Ich kann nur ein bisschen mithalten, glaube ich, dadurch. 276. Stell dich doch nicht vor mich. Ich bin 2. damit. Also die KI kann ich. Du Keks, es fährt mir weg. Vorne. Wie viele Runden sind das eigentlich? 4, okay. Ich fahre halt konstant 270 jetzt. Ich fahre 250. Auf den langen Geraden, am Ende bin ich 270. Hier geht halt nur um Topspeed und wenig um irgendwie Handling oder sowas. Da kannst du wenig wettmachen in den Kurven. Naja, Handling brauchst du schon ein bisschen, sonst regt sich zu weit raus. Ja, aber nicht viel. Das meine ich ja. Dadurch, dass die Kurven angeschrägt sind, brauchst du nicht viel Handling. Oh, jemand ist mir ziemlich auf den Fersen hier. Ich fühle mich verfolgt. Das ist der Pudel. Ja, ja, ich hab schon mitgekriegt, dass der Pudel ist. Mir hängt der NPC bis nah am Arsch. Aber nicht Pudel. Mein 2. Platz. Lacker. Ich hab nochmal geboostet am Ende. Boah, scheiße, ich hab durchgehend geboostet. Vor allem mit jeder Kurve. In jeder Kurve verlierst du ja 20 km/h. Ich konnte nicht in jeder Kurve boosten. So schnell habe ich den Boost nicht aufgeladen. Kommt immer drauf an.